Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wenn du dieses Video hier siehst und mich auch schon ein bisschen länger kennst, weißt du wahrscheinlich, dass mein Kanal Teil der StudyTube, StudyGrams, wie auch immer ist. Also ich sehr gerne Videos über das Thema Study, also Lernen und Schule und sowas alles mache. Natürlich gucke ich auch selbst sehr gerne diese Videos an und hole mir Inspiration zum Thema Lernen und Schule. Und bin aber auf einige Trends gestoßen, beziehungsweise bin auch einigen Trends gefolgt, die ich jetzt aber gar nicht mehr so support und die selbst einfach gar nicht mehr so verfolge, würde ich sagen. Ich glaube, jetzt gerade zu Zeiten von Social Media super einfach, schnell auf Trends aufzuhüpfen und diesen Trends dann sofort zu folgen, ohne sie wirklich zu hinterfragen. Und in diesem Video möchte ich gerne einfach mal ein paar Trends mit euch teilen, die ich vielleicht verfolgt habe, aber sie mir verfolge, beziehungsweise Trends, denen ich gar nicht erst gefolgt bin. Was aber gar nicht irgendwie so, das ist schlecht heißen soll oder das ist gut heißen soll, auf gar keinen Fall. Das ist einfach nur meine Meinung dazu, meine persönliche Geschichte dazu und es soll euch so ein bisschen dazu anregen, vielleicht auch mal darüber zu reflektieren, nachzudenken, welche Trends oder welche Hype sozusagen, die wirklich helfen. Des Weiteren ist dieses Video aber auch dazu da, um euch zu zeigen, dass ihr nicht alles machen müsst, was diese YouTuber oder YouTuberinnen machen, um eine gute Schülerin oder ein guter Schüler zu sein. Weil ich habe das Gefühl, dass man irgendwie denkt, oh mein Gott, ich kann nur gut in der Schule werden, wenn ich auch die ganzen Sachen habe, die diese YouTuberInnen haben, oder ich kann nur gut sein, wenn ich auch das alles mache. Und ich möchte mit diesem Video einfach zeigen, es ist nicht so. Also ihr könnt auch gut in der Schule sein oder produktiv sein, wenn ihr diese ganzen Trends nicht macht und diese Trends nicht verfolgt. Übrigens ein kleines Update. Ich habe euch vor einigen Stunden mal bei Instagram gefragt, wie ihr das Ganze seht zu dem Thema Trends und Trendsfolgen und so weiter. Und ich habe da ganz viele verschiedene Meinungen bekommen. Also einige haben gesagt, es stresst sie total und macht sie total fertig, sowas immer zu sehen. Und andere sagen aber, dieser ganze Study-Content inspiriert sie total. Also ich glaube, es ist wirklich sehr individuell. Wir müssen aber wirklich jetzt einzelne Personen gucken, was tut mir gut und bis zu welchem Grad tut es mir gut, diesen Trend zu folgen und mich davon beeinflussen zu lassen. Und ab wann reicht es dann einfach mal? Sozusagen. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, das rauszufinden, aber dieses Video soll der Anreiz dazu sein. Den allerersten Trend, den ich nicht verfolge oder den ich nicht habe, sind die iPads bzw. die Notizen machen auf den iPads. Ich sehe das einfach so viel, dass Leute immer ihre iPads mit in die Schule nehmen, dort Notizen machen und dort alles super schön aufschreiben. Ich persönlich mache das nicht. Ich benutze tatsächlich meinen Laptop für ein einziges Fach in der Schule, da wir dort so ein Portfolio machen müssen für das Fach und sozusagen immer unsere Notizen unseren Lehrern schicken müssen. Und deswegen mache ich das halt in einem Fach auch so, dass ich das Ganze digital schreibe. Und ich habe da einfach schon realisiert, wenn ich das digital mache, da lenke ich mich irgendwie immer ab im Unterricht, weil ich da natürlich auch noch andere Apps drauf habe und irgendwie denke, ja, ich kann vielleicht nebenbei noch was anderes schnell machen und so ein bisschen multitasken, dazu kommen wir später noch. Und deswegen habe ich einfach gemerkt, für mich funktioniert das nicht so gut, irgendwie digital was zu schreiben, sei es jetzt auf dem Laptop oder auf dem iPad, sondern ich mag es einfach viel lieber, das per Hand zu machen. Mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich die Dinge wirklich auf Papier aufschreibe, dass ich sie mir dann besser merken kann, als wenn ich sie nur abtippe beispielsweise. Und als Konsequenz dachte ich mir dann, warum ein iPad kauft, weil das einfach nur Geld kostet, Ressourcen ausnutzt, die ich nicht verwenden muss. Wenn mir das auf Papier schreiben eigentlich viel mehr Vorteile bringt. Aber wer weiß, vielleicht entscheide ich mich nochmal in einigen Monaten neu und vielleicht seht ihr mich dann sogar in ein, zwei Jahren vielleicht auf meinem iPad schreiben. Ich weiß es nicht. Aber ich kann nur sagen, dass es momentan nichts für mich ist. Die zweite Sache, die ich nicht mache, ist Multitasking. Ich würde gar nicht sagen, dass irgendwie Multitasking ein großer Trend ist, aber ich merke schon, wenn ich mir Videos gucke, dass Leute dann sagen, ja, du kannst ja das machen und nebenbei noch das machen. Und ich persönlich bin einfach sehr streng gegen Multitasking eigentlich. Leider mache ich es oft doch noch, also dass ich irgendwie beispielsweise was esse und dann nebenbei noch YouTube gucke, was ich eigentlich nicht machen möchte, da ich Multitasking wirklich nicht gut finde. Denn es wäre super schön, wenn man zwei Dinge machen könnte und diese beiden Dinge dann hundertprozentig machen könnte, also sehr achtsam und bewusst machen könnte, aber das ist einfach nicht so. Sondern in Realität machen wir meistens eine Sache und lenken uns dabei einfach nur ab. Und deswegen machen wir dann keine Aufgabe so richtig, also im Endeffekt bringt Multitasking eigentlich nichts. Aus diesem Grund versuche ich einfach, mir abzugewöhnen, dauernd zu multitasken und Dinge gleichzeitig zu machen, weil es wirklich einfach keinen Vorteil hat und es besser ist, wenn man die Dinge danach macht, aber diese wirklich ganz bewusst macht und mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit. Ich merke einfach oft auf YouTube und generell auf Social Media, dass Leute immer sagen, du musst so viel schaffen, du musst das und das und das machen, und ich bin auch ein Produktivitätsnerd, würde ich sagen, also ich möchte auch mal viel schaffen, aber es ist auch super wichtig dabei, das ganz achtsam und bewusst zu machen, und ich versuche einfach zu viel zu machen, also gleichzeitig zu machen und einfach das eigene Wohlbefinden sozusagen hinten anzustellen. Also das sehe ich nämlich gar nicht so, und ich hoffe auch, dass es in meinen Videos nicht so rüberkommt. Also ich kann das nicht so gut einschätzen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Also ich hoffe, es kommt nicht so rüber, dass ich immer bin, macht alles und macht so viel und alles gleichzeitig und so. Ich hoffe nicht. Die nächste Sache, die ich so oft sehe, aber selbst überhaupt nicht mache, sind schöne Lernzettel. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich wäre gerne auch eine Person, die schöne Lernzettel macht, aber ich kann es einfach nicht. Also ich kann einfach nicht dieses schöne Lettering machen, diese schönen Schriftzüge machen. Ich kann es nicht so schön markieren und keine Ahnung was. Und es frustriert mich einfach, wenn ich damit
damit anfangen möchte. Also wenn ich beispielsweise etwas Schönes schreiben möchte und ich es nicht schaffe, dann frustriert es mich. Und deswegen mache ich es auch mittlerweile nicht mehr so, weil ich meine Zeit da nicht rein investieren möchte, dass es mich wichtiger ist, die Dinge einfach zu lernen und zu verstehen und nicht, dass meine Lernzettel sozusagen schön sind und ästhetisch sind. Ich weiß, für einige ist es hilfreicher, wenn sie so ästhetischer sind und schöner anzusehen sind, weil sie sich dann mehr motivieren, diese auch anzugucken und dann zu lernen. Für mich persönlich ist es aber nicht so. Also ich kann auch anfangen, wenn meine Lernzettel nicht so schön sind und deswegen hat es nämlich keine Priorität und deswegen mache ich das nicht so. Und hier nochmal ein kleiner Reminder, du musst deine Lernzettel nicht schön machen, um irgendwie ein guter Schüler zu sein. Die nächste Sache, die ich zwar mal gemacht habe, aber jetzt nicht mehr mache, ist Bullet Journaling. Dabei rede ich aber nur über ein Bullet Journal als Planer, also sozusagen so als Wochenplaner, so habe ich den nämlich früher benutzt. Und ich habe dazu auch schon mein ganzes Video gemacht mit der Aufschrift, warum ich Bullet Journaling nicht mehr mache und was viel besser ist. Und ich habe da einfach mal über die Vorteile und Nachteile vom Bullet Journaling geredet und habe euch dann erklärt, warum ich mittlerweile viel lieber digital plane. Um mich da aber nicht zu wiederholen und euch zu langweilen, verlinkt das Video mal sehr gerne in der Infobox unten. Und dann könnt ihr es euch einfach nach dem Video hier angucken. Die letzte Sache, die ich auch nicht habe und auch noch nie hatte, ist dieses ganz süße Stationery, also diese ganzen schönen Schreibwaren, seien es jetzt diese Mucci-Stifte, diese Midliner, wie heißen sie? Keiner weiß es. Diese schönen Pastellstifte, ich habe das alles einfach gar nicht. Ich benutze einfach nur irgendwelche Kugelschreiber, die ich irgendwo in meinem Zimmer finde oder so. Und wirklich, meine Notizen sind nicht schön, mein Stationery ist nicht schön, mein Schreibtisch ist nicht sonderlich schön. Aber es ist mir einfach nicht wichtig. Ich liebe es, diese ganzen Studygram-Accounts anzugucken und zu sehen, wie schön andere Leute ihre Notizen machen, ihre Hefte machen und so weiter. Aber ich persönlich brauche es einfach nicht, um mich zu motivieren oder um mich wohlzufühlen mit meinen Schulsachen. Und deswegen spare ich lieber mein Geld und die ganzen Ressourcen und meine Zeit und meinen Aufwand und mache einfach die Sachen hässlich. Na, viel Spaß, sind nicht hässlich, aber halt nicht schön. Tatsächlich habe ich mir noch vor einigen Monaten gedacht, bin ich überhaupt eine richtige YouTuberin, wenn ich diese ganzen Sachen gar nicht mache und meine Notizen nicht so schön mache? Also möchten Leute meine Videos eigentlich trotzdem angucken, auch wenn das dann vielleicht nicht so inspirierend ist. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es auf jeden Fall der Fall ist, dass Leute meine Videos trotzdem noch angucken wollen, da es halt, wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, überhaupt nicht darum geht, wie schön deine Sachen sind oder welchen Trends du folgst oder wie du deine Sachen organisierst. Hauptsache, es passt für dich. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video ein bisschen geholfen hat. Das Video zum Thema Bullet Journaling habe ich, wie gesagt, in der Infobox verlinkt. Und sonst würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnierst, um keine weiteren Videos zu verpassen. Zum Thema Lernen, Produktivität, Organisation, Routinen, früh aufstehen und so weiter. Nicht so viel zu dem Thema schöne Notizen und iPad und sowas alles, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Aber sonst gibt es hier auch sehr, sehr coole Themen. Jeden Donnerstag und Sonntag. Also habt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Tschüss!